Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, wir steigen nochmal da ein, wo wir aufgehört haben. Ihr erinnert euch, hier drinnen in Manaan, in der Record Station. So, laden wir das Ganze nochmal. Denn wir wollten jetzt rausgehen ins kühle Nass. Leider dürfen wir unsere Gruppenmitglieder dafür nicht mitnehmen. Ziemlich doof, die müssen leider warten. So, wir ziehen unseren Anzug an, müssen aber unsere Gruppenmitglieder zurücklassen. Das machen wir auch. Und da wären wir. Entschuldigung, da musste ich gerade mal niesen, hab dafür natürlich kurz geschnitten. Ich will euch das ja nicht antun, dass ich jetzt ins Mikrofon niese. So, wir laufen mal, da habe ich mich wahrscheinlich schon gleich erkältet. Kaum bin ich im kühlen Nass, habe ich mich erkältet. Blub. Wir laufen erst einmal nach links, bevor wir nach rechts laufen und gucken mal, was uns da hinten erwartet. Das Ding hier unten. Ne, ihr seht, Schallgenerator, auf uns selbst können wir das machen. Haben wir zwei Stück davon. Mit Taste 6 können wir es direkt aktivieren. Nicht medizinisches Objekt. Ja, man kann es direkt aktivieren, aber es bringt uns jetzt noch überhaupt gar nichts. Erst wenn wir von Haien angegriffen werden, kann uns das helfen und darauf werde ich dann zurückkommen. Hier ist eine zugeschweißte Tür, in die wir leider nicht reinkommen. Ziemlich doof. Die werden wir aber noch von der anderen Seite sehen, das kann ich euch versprechen. Wir laufen mal ein bisschen weiter. Denn euch interessiert doch sicher brennend, was da hinten so ist. Übrigens, je nachdem, wo man reingeht, das hier ist die andere Schleuse. Achso, hier kommt man gar nicht rein. Aber ne, das sind so die ganzen Schleusentüren, die hier so sind. Hier ist eine Feldkiste an, die wollte ich. Letztendlich ist hier nichts Wichtiges für uns drin. Es ist eigentlich Zeitverschwendung, hier zu laufen. Aber komm, ich habe mir gedacht, ich zeige es euch, denn ihr habt das noch nicht gesehen. Und ne, hier sind normale Splitterbomben drin. Man kann die natürlich auch verkaufen. Dadurch hat man dann natürlich auch wieder ein bisschen Geld gemacht. Also ist es gar nicht mal so schlimm. Aber nicht, dass wir jetzt auf die paar 100 Credits angewiesen sind, die man dafür bekommt. So. Ich will das Ganze ja so gestalten, dass auch diejenigen unter euch, die das Spiel noch nicht selbst gespielt haben oder auch eben nicht selbst spielen werden, trotzdem noch ein bisschen was zu sehen haben, ein bisschen was Neues sehen. Denn wenn ich euch nur vorenthalte, was ich schon kenne, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr es dann dadurch auch kennt. So, weiter geht's. Immer schön blub, zu dem anderen Taucher. Leider gibt es keine Möglichkeit, schneller zu machen. Ich habe schon mal versucht, oh, das war die Pausentaste. Ich habe schon mal versucht, irgendwie alle Tasten zu drücken, um schneller voranzukommen. Es gibt keine Art Boost oder sowas in der Richtung. Das macht aber auch später Sinn, dass es so ist. Gut, ich meine, normalerweise kann man wahrscheinlich unter Wasser mit so einem Tauchanzug auch nicht schneller laufen. Ich weiß es nicht, ich bin kein gelernter Taucher. Ich war auch noch nie mit so einem schweren Anzug unter Wasser. Ich kann... Wer ist da? Ihr seid zumindest kein Selkav. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Klar sind wir das. Wir wurden von der Republik geschickt, um zu untersuchen, was hier unten geschah. Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Und was macht ihr hier im Unterwasserbereich der Station? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koito-Sammler finden, den sie am Rand des Wreckerdriffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drin, mit all den verrückten Selkav, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Das stimmt. Ich würde sagen, ich muss weitere Untersuchungen anstellen. Ihr wartet hier, ich sehe es an. Ich würde sagen, ich komme mit. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in der Anlage. Nicht mit all diesen psychotischen Fischmenschen überall. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koito-Sammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist. Gut, der Meeresboden klingt ja sehr, sehr sicher. Wir gucken dann einfach nochmal, was da hinten ist.
denn er hat nicht vor, auf uns zu warten, aber er kann ruhig mal da vorne hinlaufen, der Überlebende, die alte Socke. Hier unten ist es ja sehr sicher, was soll schon passieren? Und auf dem Meeresboden ist es ja noch viel sicherer als in dieser Station. Ist ja nicht so, dass da irgendwelche riesigen feraxianischen Haie sind, denen es nur danach dürstet, uns zu snacken. So, hier ist nichts weiter als eine Drucktür, damit kommen wir wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Und hier, Entschuldigung, und hier ist auch nichts weiter drin. So, laufen wir doch mal zurück und gehen zu dem Überlebenden. Ja, er hätte uns jetzt die Chance gegeben, nochmal den ganzen Weg zurückzulaufen, dass wir dann praktisch da die Kiste holen können. Allerdings haben wir die Kiste ja schon vorher geholt. Dementsprechend können wir dem Typ auch gleich hinterherlaufen. Dem freundlichen Überlebenden, der ja genau weiß, was er tut, der seinen Plan hat, den er sich schon so lange zurechtgeschmiedet hat. Hauptsache den Zellkarf entkommen und Hauptsache nicht bei uns bleiben. So, er wollte da hinten auf dem sicheren Meeresboden auf uns warten. Finde ich sehr, sehr schön. Ist vorbildlich, dass er da einfach mal rausgeht, ne? So, ne, hier, das sind übrigens die Haie, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Hier gibt es nichts, was wir noch holen können. Dementsprechend gehen wir gleich mal zu ihm. Hallo, Überlebender. Wir sind hier, um mit dir gemeinsam zu überleben. Los, Beeilung. Steht nicht herum. Wir müssen weiter. Das Wasser ist voller. Das waren seine letzten Worte, würde ich mal sagen. ja, wir gehen dann auch mal mit den Haien schwimmen. Rechts ist nichts, bringt nichts für uns dahin zu laufen. Darum laufen wir einfach mal nach links. Man kann die Teile übrigens unendlich oft benutzen, auch wenn wir zwei davon haben. Wir haben mal zwei gefunden, sei es drum. Wir laufen aber stattdessen nach links. Und ich halte mal den Finger auf der 6, auf der Taste 6, denn damit aktiviert man das Teil. Seht ihr, so sieht das aus. So, und sobald ein Hai kommt, um uns zu fressen, haben wir ein paar Sekunden Zeit, so ein, zwei Sekunden Zeit. Ne, hier, Firaxana. Haben wir ein paar Sekunden Zeit, die 6 zu drücken und den Hai abzuwehren. Der stirbt dann. Ne, er greift, beißt zu und wir drücken das und fertig. Das gleiche mit dem nächsten. Okay, gut. Das war jetzt aber richtig mies. Ich glaube, ich habe gar nicht gespeichert. Verdammt. Okay, ich werde das mal kurz schneiden. Das Blöde ist, man kann, glaube ich, nicht zweimal... man kann, glaube ich, nicht zweimal drücken. Da wollte ich das schön souverän machen. Aber komm, wir gehen noch mal rein. Ich schneide hier an der Stelle, einfach um euch zu sparen, dass wir diesen ganzen Weg noch mal laufen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt mal noch auch zwischengespeichert an der Stelle. Das ist mir ja noch nie passiert, dass mich da zwei von diesen Viechern gleichzeitig angreifen. Und man kann praktisch nicht zweimal hintereinander drücken. Also, man sollte hier warten und gucken, dass man erstmal den einen Hai tötet, bevor man den nächsten tötet. Bevor dann da zwei gleichzeitig kommen und während man den einen abwehrt, snackt ein der andere weg. So, ne, dreht euch mal um. Ach, jetzt hängt ihr auch noch aufeinander. Der Paarungstanz der Firaxan. Mein Gott, da kommen gleich zwei wieder. Ach so, hier, man kann zwei auf einmal töten. Das ist ja interessant. Okay, gut. Also anscheinend reicht einmal drücken für zwei. Aber ich habe vorhin wohl einfach zu früh gedrückt. Und dementsprechend war ich kurz außer Gefecht, während mich dann eben ja der andere getötet hat. Ist mir noch nie passiert, wie gesagt. Aber ist noch nicht weiter schlimm. Ich kenne auch die Reichweite nicht von diesen Teilen. Ich mache das immer erst dann, wenn mich einer snackt. Aber eben hat der eine wohl... ist auch auf größere Entfernung gestorben. Sei es drum, ich beschwere mich nicht. Hauptsache, wir können die abwehren. Und ihr seht, das da hinten ist die... Entschuldigung, das da hinten ist die verschweißte Tür. So. Und, ne, die verriegelte Tür hier. So, komm, wir machen mal zack. Ah ja, das geht auch über größere Entfernung. Sehr schön. Das war die... Komm, lauf. So. Ne, das war die zugeschweißte Tür. Da kommen wir nicht rein. Das liegt daran, dass hier alles geflutet ist. Darum ist die zugeschweißt. Aber hier ist eine Feldkiste, an die wir wollen. Deswegen gehen wir rein. Nervenverstärker sind hier. Und wir gehen nochmal zurück. Wenn der auch nichts wert ist für uns, sag ich mal, kampftechnisch, können wir ihn zumindest immer noch verkaufen. So, wir laufen weiter. Komm hier, man weiß nie, was passiert. Deswegen mache ich nochmal kurz einen Zwischensave. Und dann laufen wir hier lang. So, Firaxana, ne, hier, komm. Komm mal her, alte Socke. Zack, beide tot. Ah ja, das ist ja eine riesen Reichweite, die das Ding hat. Definitiv. Wir laufen erst einmal links rein. Denn ich glaube, oder komm, wir gucken mal rechts, was rechts war. Aber ich glaube, da war nichts Großartiges. Ne, wir laufen hier lang. Weil ich, ne, komm, wir laufen erstmal links. Ich glaube, da war aber noch nichts Wichtiges. Aber, oh, da ist noch die Feldkiste. Hä, liegt da eine Feldkiste? Die war drinnen. Ich glaube, das war die Feldkiste drinnen. Weil ich glaube nicht, dass man da hoch kann. Nee, da kann man nicht hin.
Die scheint hier wohl irgendwie durch. Gucken wir einfach mal in diese Drucktür rein. Aber ich glaube, die führt uns einfach zurück in die Basis. Und zwar nicht genau dahin, wo wir hinwollen. Aber gut, wir wollen ja eh die ganze Karte aufdecken. Von daher ist das völlig in Ordnung. Ne, ihr seht, wir kommen wieder hier rein. So, dann gucken wir doch mal. Hier sind ein paar verrückte Cellcars, ein paar Minen. Hier, die machen sich wieder so Dance Battle. Aber ihr wisst ja, wir hauen die ganz leicht weg. Problemlos. Zack, zack, zack. So, komm, wir spammen einfach noch mal ein bisschen. So. Ne, schön. So, wie sich das gehört. Und komm, den prügeln wir einfach mal. Der ist betäubt. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, gucken wir uns doch mal an, was die hier zu sagen haben. Der hat nichts. Der hat auch nichts. Der hat auch nichts. Und der hat auch nichts. Tja, nicht sehr gesprächig, die Leute. So, gucken wir doch mal in diese Feldkiste rein. Ich glaube, ich gehe erst noch mal nach draußen und gucke, was hinten war. Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, hier geht es schon weiter. Aber ich will ja noch nicht dahin gehen, wo es weitergeht. Da liegt doch mal ein Anzug, falls man noch keinen hat. Ja, schwere Blitzmine. Die Blitzmine können wir nicht mitnehmen. Denn wir haben gar keinen Bombenskill. So, da ist eine Tür. Nee, komm, da gehen wir doch nicht durch. Ich glaube, hier geht es nämlich weiter. Und ich will ja erstmal woanders hin. So, wir aktivieren noch mal ein bisschen Macht. Gehen nach draußen und schauen mal, was draußen ist. Ja, Luftschleuse-Sequenz beginnen. So, und laufen noch mal hier den Weg herum. Ich hatte zwar, als ich das zuletzt gespielt hatte, hier alles aufgedeckt. Allerdings weiß ich gar nicht mehr so genau, was da hinten war. Ist schon wieder ein kleines bisschen her. So, aber wir blubbern uns einfach mal hier durch. Blub, blub, blub. Immer schön den Weg entlang. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht irgendein Hai um die Ecke kommt. Aber mit dem Finger auf der 6 ist das kein Problem für uns. Ach, genau, richtig. Im Prinzip ist es scheißegal. Also im Prinzip ist scheißegal, wo wir reingehen, links oder rechts. Es führt beides in dieselbe Basis. Die Wege sind später miteinander verbunden. Aber gut, so habt ihr das auch mal gesehen. Hätte ich natürlich auch von drinnen zeigen können. Wir kommen in dieselbe Basis rein. Sind natürlich ganz alleine, weil wir unsere Freunde zurückgelassen haben. Hier werden wir auch gleich wieder von Gegnern begrüßt. Von Cellcars, von Verrückten. Aber auch die sind keine Gefahr für uns. So, wir aktivieren nochmal ein bisschen Schild auf uns. Außerdem ein bisschen Speed, dass wir schnell sind. Und die schnell aus den Schuhen hauen. Noch mal ein bisschen Macht. Komm hier, mach mal Macht. Mach mal Macht, weil Macht, Macht, Macht. So. Zack, zack, zack. Den haben wir weggehauen. Und den ja auch noch. Sehr schön. So wollen wir das haben. Komm, den gucken wir gerade mal durch hier. Überreste. Der hat 3 Kryobahngranaten. Kryobahngranaten. Finde ich sehr, sehr schön. So, dann gucken wir nochmal da rein. Oh, hier ist die Leiche eines republikanischen Soldaten. Und der hat eine Atemmaske und ein Duellierschild. Ne? Ein Schild ist wie mit dem Zaunpfahl und auch die Atemmaske, denn die schützt uns vor Gift. Allerdings nichts Großes jetzt für uns, auch hier nochmal Antidots, für den Fall, dass man hier alleine reinkommt. Ne? Also man ist ja hier alleine. Und falls man eben nicht heilen geskillt hat, so wie wir. Und jetzt seht ihr es gerade, ne? Hier sind wir vorne rein, hier sind wir eben rein, wir kommen immer hier raus. Und dementsprechend speichere ich hier nochmal zwischen und wir gucken mal, was uns hier drin erwartet. Oh mein Gott, ne? Ob wir jetzt hier reinkommen oder da reinkommen, macht keinen Unterschied. So, das ist die andere Tür, ne? Und hier geht's dann gleich weiter. Hallo, Leute. Nein. Nein, ihr könnt hier nicht rein. Ihr lasst die Phyraxa und die Selkath herein. Nein, bleibt draußen. Bleibt draußen. Ich lasse nicht zu, dass uns diese Monster kriegen. Ich werde euch aufhalten. Ich pumpe den Druck aus der Kammer. Das wird euch aufhalten. Töte sie. Du musst sie töten. Aha, als würde uns das aufhalten. Wir machen uns schnell und prügeln einfach mal das Energiefeld rein. 60 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Ja, damit wird das Rot nochmal angezeigt. 54 Sekunden, 60 Sekunden und so weiter. Wir prügeln einfach mal das Teil hier auf. Zack. Nein, nein, die Phyraxa. Nein, die Selkath kommen. Nein. Die armen Menschen, beruhigt euch. Alles wird gut. Ich bin ein Freund. Ich werde euch beschützen. Ihr beide seid in Sicherheit. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich bin in Panik geraten, als ich hörte, dass jemand vor der Tür ist. Bitte vergebt mir. Ich habe solche Angst. Wir haben einfach Angst. Als die Selkath verrückt wurden, dachte ich, dass alle außer mir und Sami den Verstand verloren hätten. Einige unserer Leute waren nicht in der Station, als es passierte. Die phyraxanischen Haie haben sie einfach zerfetzt. Es war schrecklich. Plötzlich fingen die Selkath an zu schreien und alles um sich herum zu zerkratzen. Mein Team wurde vor meinen Augen zerstückelt und gefressen. Sami und ich dachte, wir wären die einzigen Überlebenden. Ab und zu hörten wir die Selkath draußen vor der Tür. Und diese merkwürdigen Geräusche, die durch die ganze Basis hallten.
Wir dachten, alle sind tot. Tot oder verrückt. Ich habe die Nerven verloren. Was soll ich sagen? Ich bereue meinen schrecklichen Fehler zutiefst. Ich bin Connor Nolan und das ist Sami. Wir waren als Wissenschaftler hier am Rakat Rif-Projekt beschäftigt. Ja, genau. Ich erinnere mich an diesen Namen. Ihr erinnert euch bestimmt doch auch. Den sollten wir ja suchen. An den sollten wir uns wenden. Ihr werdet eine Menge unangenehme Fragen beantworten müssen. Es tut mir leid. Ich habe in letzter Zeit viel durchgemacht. Immerhin wurde mein gesamtes Forschungsteam vor meinen Augen aufgefressen. Kono, beruhige dich. Schluss damit. Wir haben viel durchgemacht. Und wir haben schon gesagt, dass es uns leid tut. Was ich getan habe, tut mir leid. Aber was wollt ihr hier? Tja, ich bin im Auftrag des Rates der Jedi unterwegs und suche nach Teilen einer Sternkarte. Eine Sternenkarte? Ich glaube kaum, dass ihr sie hier unten finden werdet. Aber als wir das Fundament für den letzten Abschnitt der Kolto-Raffinerie ausgehoben haben, sind wir auf alte Ruinen gestoßen. Aber da können wir nicht mehr hin. Vielleicht. Vielleicht ist das ja der Auslöser für diese Katastrophe. Und was geschah dort? Das wissen wir nicht. Nicht genau. Die Arbeitsteams waren draußen am Riff, in der Nähe der Quelle. Plötzlich gab es ein lautes Grollen. Ich dachte, mir platzt gleich der Kopf. Dieses Monster ist aus dem Riff aufgetaucht. Ich glaube, es war ein phyraxanischer Hai. Der größte, den ich je gesehen habe. Größer als unsere U-Boote. Es war so, als würde er in meinem Schädel brüllen. Dann brüllten plötzlich auch die Selkath und griffen uns an. Vielleicht hat er was mit dem Durchdrehen der Selkath zu tun. Das ist ja sehr offensichtlich. Also haben sie euch dann angegriffen? Es war, als hätten sie sich nicht mehr unter Kontrolle. Als hätte sie das Geräusch, das die Bestie in unserem Kopf verursacht hat, wahnsinnig gemacht. Vielleicht hat er die Ruinen am Riff beschützt. Das könnte sein. Vielleicht lebt er in der Nähe der Kolto-Quelle im Rakat-Riff. Das würde einiges erklären. Also, will diese Kreatur eigentlich bloß... Wie konnte es sein, dass ihr eine so große Kreatur, die hier lebt, übersehen habt? Könnte es sein, dass diese Kreatur einfach nur ihr Leben verteidigen will oder ihr Lebensraum? Zum Beispiel, warum er unsere Bautrupps angegriffen hat und warum er so groß ist. Er ernährt sich vermutlich ausschließlich von Kolto. Seiner Größe nach muss er uralt sein. Aber mit Kolto als Nahrungsquelle... Und die ganzen anderen phyraxanischen Haie. Vielleicht ist das sein Nachwuchs. Das ist es. Die Kinder wollten einfach nur ihre Mutter beschützen. Das klingt logisch. Und was kann ich jetzt tun? Die phyraxanischen Haie waren schon immer ein ernstes Problem. Wir hatten ein paar Blaster und Projektilkanonen, um uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Trotzdem haben sie immer wieder Arbeiter getötet. Wir wollten eine wasserlösliche Substanz finden, mit der wir sie vertreiben können. Irgendwas, das sie verjagt. Tja, wir haben es nicht geschafft. Nicht so voreilig. Sie ist zwar nicht perfekt, aber für eine Situation wie diese wie geschaffen. Nein, es funktioniert nicht richtig. Wer weiß, was es anrichtet. Wovon redet ihr denn da? Der Abwehrstoff, den wir hergestellt haben, sollte die Haie vertreiben. Aber wir konnten ihn nicht fertigstellen. Wir haben einen hochgiftigen Stoff getestet. Er hat ihre Außenhaut in Sekundenschnelle zersetzt und ihre Atemwege verätzt. Dadurch konnten sie den Sauerstoff nicht mehr aus dem Wasser filtern. Und genau das brauchen wir jetzt. Etwas, womit wir diesen Hai vernichten können, der unsere Station zerstört hat. Aber wir wissen nicht, wie der Stoff reagiert. Wir konnten ihn nur in einer kontrollierten Umgebung testen. Wer weiß, was im Meer passiert? Vielleicht wird sogar das Kolto zerstört. Wir wissen genau, was passiert. Der Hai stirbt. Dazu haben wir die Substanz schließlich entwickelt. Erstens mag es vielleicht eure Station sein, aber der Hai war vor euch da. Und zweitens gibt es die Möglichkeit, doch sonst noch irgendwas zu tun, denn wir könnten nebenbei auch das Kolto vergiften. Mehr müsst ihr nicht tun. Wir haben einen Kanister mit dem Gift hier. Wir haben mit dem Toxin experimentiert, bevor die Selkath den Verstand verloren haben. Ihr müsst es nur in den Kolto-Sammler füllen und verteilen. Und dann bringt euch in Sicherheit. Wir wissen nicht, wie der phyraxanische Hai auf das Gift reagiert. Welche anderen Möglichkeiten stehen mir offen? Das Monster wurde anscheinend von den Maschinen, die wir am Rand des Riffs installiert haben, angelockt. Wir haben über die Kameras beobachtet, wie es die Maschinen angreift. Wenn ihr die Maschinen, die wir installiert haben, zerstört, beruhigt sich der Hai vielleicht und zieht sich in sein Versteck im Riff zurück.
Okay, und wie könnte ich das tun? Programmiert die Sammler so, dass der flüssige Stickstoff einen Überdruck erzeugt. Dadurch explodieren die Treibstofftanks und die ganze Maschine wird zerstört. Das verwendete Hydroliumgas ist bei 1 bis 3 Millionen Sangen gasförmig und bei etwa 4 Millionen Sangen flüssig. In flüssigem Zustand ist es hochexplosiv. Wenn ihr genug Hydroliumgas in den Tank pumpt, wird es durch den Druck flüssig. Wenn es soweit ist, wird in der Maschine eine Kettenreaktion ausgelöst. Aber dann verlieren wir alles, was wir hier aufgebaut haben. All die Jahre harter Arbeit. Das ist immer noch besser, als den ganzen Ozean zu verseuchen. Also ich würde sagen, ich versuche den Sammler zu zerstören. Gut. Langfristig gesehen ist es besser, die Maschine zu zerstören. Wir dürfen das Colto nicht gefährden. Hackt euch in den Computer des Sammlers und erhöht mit den Treibstoffpumpen den Druck im Tank, bis sich das Hydrolium verflüssigt. Wenn die Maschine erstmal zerstört ist, verschwindet auch der Hai. Ihr wisst, dass das nicht funktioniert. Ihr müsst das Gift durch den Sammler verteilen. Wenn der Hai tot ist, können wir wieder Colto abbauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich hoffe, ihr trefft die richtige Entscheidung. Natürlich, wir treffen immer die richtige Entscheidung. Es ist übrigens sehr, sehr gefährlich, das zu machen, das Colto zu vergiften. Denn nicht nur, dass wir das Colto vergiften, zum einen, wir müssen uns natürlich auch noch vor den Zellkast dafür rechtfertigen, dass wir das Colto vergiftet haben. Also eine ziemlich blöde Idee. Luftschleusen, achso, die kann man wahrscheinlich hier auch abschalten dann. Gut, wir haben einfach nur die Wand aufgeprügelt. Ich habe immer die Wand aufgeprügelt. Vielleicht kann man hier an dem Computer auch dann, wisst ihr schon, das Ganze so öffnen, indem man es hackt. Wir gucken erst einmal weiter. So, hier ist nochmal eine Feldkiste. Zack. Kryobahngranaten finde ich sehr, sehr schön. Und was haben wir noch hier drin? Medikits. Man kann nie genug Granaten haben. Ich werfe zwar in letzter Zeit keine mehr, aber komm, wenn man mal alleine ist, ne? Wisst ihr? So. Ich speichere nochmal zwischen und dann gehen wir raus und kümmern uns um die Haie. So, Luftschleusensequenz, zack, zack, zack. So, mit dem Finger wieder auf der Taste 6. Weil der da sieht sehr hungrig aus, das kann ich euch schon mal sagen. Und der andere auch. Hier, komm, geh mal weg da. So, wie holen es die anderen auch noch? Oh, komm schon, jetzt. Oh, gut. Ich habe schon gedacht, ich kann wieder nur zugucken die ganze Zeit. Links geht's später zurück, das ist der Rückweg. Deswegen gehen wir erst einmal nach rechts. Und rechts holen wir uns dann auch gleich die Sternkarte. Ne, die Sternkarte ist weiter hinten. Komm, ich speichere mal zwischen. Man weiß ja nie, was einem da wieder erwartet. Und ihr seht, da oben sind wieder Phyraxa-Haie und so. Vielleicht kann ich euch aber den... Komm, ich versuche mal euch den Großen zu zeigen. Was passiert, wenn wir uns dem Großen Hai nähern wollen? Hier ist das Colto-Kontrollfeld. Hier können wir entscheiden, ob wir es vergiften wollen oder ob wir das in die Luft jagen wollen. Und ich speichere mal kurz hier. So, wir können dann gleich wieder schnell laden. Dementsprechend ist das kein Problem. Und das ist der Große. Das ist ein Riesending. Und der bewacht da hinten die Sternkarte. Wir kommen nicht eher dahin, bis wir das Rätsel gelöst haben. Entweder wir vergiften ihn oder, wisst ihr schon, ne? Schauen wir doch mal. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie so ein bisschen an ihn rannähern, dass man vielleicht mal hier Seebestie. Er wird als Seebestie gekennzeichnet. Wir können ihn sogar anklicken, dass er uns anguckt. Finde ich ja sehr interessant. So. Ne, da ist die Sternkarte hinten. Guck mal, jetzt hier. Ja. Das war's an der Stelle für uns. So, wir laden mal unseren Schnellspeicherstand. Das ist der Grund, warum wir einfach ein größerer Phyraxa-Hai, sowas wie die da, nur groß. So, machen wir mal. Also, was wir machen können, ist entweder Gift in die Öffnung leiten oder auf die Treibstofftanks zugreifen. Wir greifen natürlich auf die Tanks zu. So. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht 4 Millionen da reinbringt. Bei 0 von 3 Millionen sagen Behälterdruck bei... Treibstoffzuleitung ist bei 0 von 3. Und Behälter ist bei 0 von 5. So, ich würde mal sagen, wir füllen etwas in den Behälter rein. Zack. Und dann übertragen wir das hier in den Einspritzer. So, dann entleeren wir den Behälter. Ne, jetzt hat der Einspritzer 3 von 3 und der Behälter hat 0 von 5. Dann würde ich sagen, füllen wir wieder den Behälter. So. Damit hat der Behälter 5 von 5 und der Treibstoff hat 3 von 3. Und, das war's nicht. Behälter leeren. Vom Einspritzer in den Behälter übertragen. Komm, wir übertragen mal in den Behälter. So. Huch, das ging jetzt zu schnell. Machen wir Statusanzeigen. Ne, hier. 0 von 3 und 3 von 5. So, dann würde ich sagen, füllen wir mal den Behälter. Zack.
Nein, was passiert denn da? Meine Maus klickt wieder zweimal. Ich arbeite mal noch mit den Tasten hier. So, was haben wir jetzt als Status? Wir haben jetzt 5 von 5 und 3 von 3. Wir füllen das in den Einspritzer. So, zack. Sehr schön. Dann entleeren wir den Einspritzer. So wollte ich das haben. Status anzeigen. Jetzt haben wir... Nein, das geht schon wieder. Hier, der Einspritzer befüllen. So. Komm, wir machen nochmal alles leer. Einspritzer auch entleeren. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Wir haben jetzt 0 in allen drin. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt füllen wir erst den Behälter. Zack. Der Behälter hat 5, der Einspritzer hat 3. Jetzt übertragen wir vom Behälter in den Einspritzer. So, jetzt hat der Einspritzer 3 und der Behälter hat 2. Jetzt können wir nur den Behälter entleeren oder den Behälter füllen oder Einspritzer oder wir können übertragen. Übertragen haben wir schon. Wir entleeren jetzt den Einspritzer. So. Jetzt hat der Einspritzer 0 und der Behälter hat 2. Jetzt würde ich sagen, wir vom Behälter zum Einspritzer übertragen. Komm, das machen wir einfach mal. Ich glaube, das war das Richtige. So. Jetzt hat der Behälter 2 und der Behälter, also ne, das Ding hat 2, also die Einspritzer hat 2 und der Behälter hat 5. Jetzt füllen wir mal den Behälter. So, der hat jetzt auch 5. Zack. Und dann übertragen wir vom Behälter zum Einspritzer. Weil, ne, ihr wisst ja, der Einspritzer hatte 2, der Behälter hatte 5. Und wenn man so rumklickt, trickst man das System aus, indem man sagt, man spritzt nochmal 5 oder so, oder 3, ich weiß gar nicht mehr, in den Behälter, in den Einspritzer rein, aber das wird zu viel. Und Achtung, Achtung, Behälter ist instabil, sofort evakuieren. Das Ding ist quasi überfüllt. Und damit... Boom, fliegt das in die Luft. Dadurch, dass wir das gemacht haben, haben wir sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Und ihr seht, der Kollege macht Platz für uns. Er steht uns nicht mehr im Weg, als wüsste er, was wir vorhatten. Die liebe, nette Seebestie denkt natürlich mit. Und darum laufen wir jetzt einfach mal hin zu Sternkrat. Ihr seht's, jetzt, da der Koltesammler zerstört ist, zeigt der große phyraxanische Hai keine Anzeichen von Feindlichkeit mehr. Er lässt euch passieren. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Darum dürfen wir jetzt auch zur... guck, da ist er. Komm, guck einfach mal. Da oben. Ja, sehr schön. Gut, wir laufen mal zur Sternkarte hin, denn die können wir jetzt endlich öffnen. Unterwasseratmosphäre. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Endlich haben wir die Sternenkarte. Ich finde es ja super toll. Deswegen haben wir die ganze Mühe auf uns genommen hier. Deswegen haben wir all das gemacht für dieses Ding. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal den ganzen Weg zurück, den wir hergekommen sind. Huch, da kann man mit der Maus aus dem Bild raus. Den wir hergekommen sind. Denn wir müssen ja das Ganze noch abgeben. So, hier kommt noch mal. Da, ne, der nette Fischi hier oben. Fischi, Fischi. So ein netter Fischi. So. Seebestie. I think it's something fishy. Ja. So, taps, taps, taps. Immer schön laufen über die Brücke. Wir laufen jetzt da hinten den Eingang rein, den ich vorhin schon mal gezeigt habe. Denn ich glaube, da warten unsere Freunde wieder auf uns und wir können dann zurücklaufen und der Republik die frohe Botschaft überbringen. So, komm, lauf mal zu. Oh, ich sollte die Finger am besten bereithalten. Für die 6, oder ich kann auch natürlich hier unten draufklicken, das geht, oh, nee, da unten draufklicken, das geht genauso gut. Falls da noch irgendwas ankommt, man weiß ja nie, da könnte jederzeit von hinten kommen. That's what she said. So, jederzeit kann man da von hinten angeknabbert werden, und das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Haie zu Fischstäbchen machen und nicht selber als Fischstäbchen enden.
Aber vielleicht sind die mittlerweile auch friedlich. Ich weiß es nicht genau, weil es war ja anscheinend die große Bestie, die denen das gesagt hat. Beziehungsweise die wollte eigentlich die große Bestie beschützen. Und die große Bestie hatte nun mal was gegen diese Maschine. Aber da wir die Maschine abgeschaltet haben, habt ihr ja gesehen, ist sie wieder ganz friedlich und nett. Ich glaube, sie würde uns sogar aus der Hand fressen. Vielleicht würde sie aber auch unsere Hand fressen. Macht im Endeffekt keinen Unterschied. So, und da wären wir wieder. Yes, unsere Gruppenmitglieder sind ein Level gestiegen. Da ist der nette, liebe nette Hai. Wir sind wieder hier. Und alles, was wir machen müssen, ist nach draußen zu laufen. Ich würde sagen, komm, ach, hier waren wir schon. Ne? Kennt ihr ja schon den Eingang hier? Wir machen erstmal ein Level-Up unserer Charaktere. So, erstmal den von Jolie. Levelaufstieg, Fähigkeiten, hier nochmal ein Punkt rein, zack, Talente. So, dann gucken wir doch mal bei den Talenten. Wir haben hier alles gemacht, was wir machen können. Man kann natürlich verbesserten Lichtschwertkampf geben, irgendwelche Nahkampfangriffe will ich aber nicht, dass er die lernt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne, hier ein bisschen besser, bessere Verfassung und so weiter. Was ich will, ist, dass er mehr Lebenspunkte hat. Definitiv meisterhafte Zähigkeit, also einfach nur überleben, damit er zaubern kann. Verbesserte Ritterverteidigung wäre auch nicht schlecht. Ja, komm, wir geben ihm aber einfach mal hier mehr Lebenspunkte. So ist schön, Jolie, so will ich das haben. Zack. Und Kräfte, er hat 119 Lebenspunkte, merkt euch das einfach mal. Außerdem geben wir ihm, wir könnten ihm jetzt Lichtschwertwurf geben, wir könnten ihm das geben, was wir haben wollen. Ich will aber mit ihm auf Blitze gehen und ihr wisst schon, auf Töten bzw. Druiden zerstören. Dann geben wir ihm doch am besten das hier, Meistertapferkeit. Denn das gibt uns mittlerweile plus 5 Punkte. Momentan kriegen wir plus 3 Punkte auf alles. Damit kriegen wir plus 5 Punkte auf alle Fähigkeiten. Das ist super genial. Also ein mega starker Buff auf uns alle. Und ihr seht, er hat 135 Leben mittlerweile. Und fast 200 Mana. Also sehr, sehr stark. Natürlich schlägt nichts Salbars Lebenspunkte. Definitiv. Zack, zack und zack. So, Bewusstsein. Talente. So, mit Salbar. Er hat hier alles voll, was er hat, was er braucht. Das hier braucht er gar nicht. Den Kack braucht er auch nicht, den Kram. Wir könnten ihm jetzt verbesserten starken Angriff geben. 3 Punkte. 8. Hier, Nahkampfangriff plus 10 Schaden. Aber das machen wir nicht. Wir geben ihm erstmal das hier. Denn dann trifft er einfach besser und es geht nichts darüber, besser zu treffen. Definitiv nicht. So, dann machen wir nochmal annehmen. Der Grund, warum ich mit ihm auf starken Angriff gehe und nicht auf Unruhe ist, weil wir schon Unruhe benutzen, einfach der Abwechslung halber. So, aber so, annehmen, zack, das war's. Level 15 Salbar. Unheimlich stark, das muss man einfach mal sagen an der Stelle. Ist auch extrem gut ausgerüstet. Ja, ist halt sehr, sehr fit. Und mittlerweile, genau, das wollte ich zeigen. Hier, ihr seht's, ne? Plus 21, plus 20, also der Junge trifft definitiv, selbst wir haben plus 23 und er trifft sogar besser als Jolie momentan. Und das, obwohl er 2 Einhände hat, das ist einfach episch. So, ich würde sagen, wir speichern nochmal ganz kurz. Zack, Spiel speichern und zwar hier auf mein Sicherheits-Safe-Game. So, überschreiben wir nochmal ganz kurz und dann würde ich sagen, ich beende genau an dieser Stelle die Aufnahme, bevor wir rauslaufen und der Republik die frohe Botschaft übermitteln, was wir geschafft haben, dass wir die Sternkarte haben und uns dann vorbereiten für den nächsten Planeten. Machen wir alles in der nächsten Aufnahme. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Ihr wisst es ja, ich freue mich riesig darüber und werde auch auf jeden Kommentar antworten, soweit das Sinn macht. Ja, hoffentlich seid ihr in der nächsten Aufnahme wieder mit dabei. Würde mich riesig freuen. Und ja, bis dann. Tschüss.